Wie zum Beispiel das oder so. Zwei Zahn. Ach so, Banditenlager ist es. Aha, da ist das. Da ist dann aber noch so eins, was genau, was wir da jetzt gehabt haben. Ja, genau. Da war dann noch eins. Und zwei. Das war nicht. Nee, das ist jetzt das Banditenlager. So, ja, zwei gibt es dann halt noch, ja. So. Mal kurz. Ah, da, bei den Schatzkisten. Die Schatzkisten sollten wir da mal kurz öffnen. Zack, 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 zack. So, Quest. Haben wir noch die eine Nebenmission jagen für die Loge? Wildschweinhaut. Alles klar. So. Wir müssen auf alle Fälle wieder Schnellreise machen. Genau, aber am besten gleich. Ja, genau, das ist da oben, das Stickerl. So, das holen wir uns da wieder. Dann haben wir das einmal für die Loge. Dann würde ich sagen, damit die Karte nicht noch immer so voll ist, machen wir eine schöne Reise mit dem ganzen Einsammeln. Einsammeln, Reise und so alles drum und dran. Da freue ich mich dann auch schon. Was wir dann als Trostpreis kriegen, wahrscheinlich eine Träne, damit es da die irgendwie. Da werden wir nicht wirklich jetzt ganz was Großartiges kriegen, weil einen besseren Anzug gibt es einfach nicht. Aber vielleicht epische Song, das wäre schon mal so das, was ich so anstreben würde, wenn ich das so sagen darf. Also, liebes Spielchen, ich weiß ja nicht, wann wir die epischen Sachen da kriegen, exotischen. Oder High-End liegen die und so da. Wenn wir schon gehen. Irgendwie. Und ich hoffe dann aber nicht genau am Schluss des Spiels, weil das wird dann ein bisschen zach. Genau am Schluss kriegen wir es dann. Jetzt super geht's, wo wir einen frischen haben, kriegen wir es und dann spielen wir es auch gar nicht mehr. Außer wenn ein DLC kommt. Also DLC ist da habe ich bis jetzt noch nichts gehört. Also ja, sie arbeiten am zweiten Teil und so, alles schön und gut, aber DLC-mäßig oder so hört man da jetzt eigentlich nicht wirklich was. Also ist jetzt auch nicht so tragisch, wenn jetzt kein DLC kommt, weil es ist ja auch irgendwie das perfekte Spiel, aber naja. DLC oder Update, wo und dann noch die ein oder andere neue Nebenmission dazu kommt. Ja, schon geil. So, die Longe, zeigt mir schon mal den Weg. Genau, laufen wir jetzt eine Runde, oder? Ja, ihr habt so schöne Gesichter und so alles drum und dran, aber ich müsste durch. Na gut, müssen wir da jetzt auf jeden Fall. Nee, müssen wir gar nicht. Ich glaube, da kommen wir auch gar nicht mal durch. Ja, kommen wir nicht mal durch. Links oder rechts? Links und eine neue Nebenmission am Start. Haha, perfekt. Jetzt, wo wir auch reingehen dürfen, haben wir eine Die Nebenmission. Retterin des Sonnenkönigs. Du hast die Abzeichen. Also dann, herzlichen Glückwunsch und willkommen. Unsere Mitglieder ernten Belohnungen, Abenteuer und Ruhm. Bin ich jetzt Mitglied? Nein, du bist nur ein Küken. Neumitglieder nennt man Drossel. Um eine Drossel zu werden, muss ein älteres Mitglied, ein Habicht, für dich bürgen. Ich brauche also einen Habicht. Ja, aber ein Habicht kann immer nur für einen Jäger bürgen. Und die meisten sind bereits vergeben. Ich werde das schon schaffen. Wo fange ich an? Oben. Stell dich Sonnenhabicht Assis vor, unserem Anführer, der dich einem Habicht vorschlägt. Ich hoffe, das ist es wert. Wie meinst du das? Schauen wir mal. Wirst du sehen. So, sind wir besser nicht so frech, sonst klatscht's, wie die sagen. Na gut. Anführer, na den Anführer will ich mal kennenlernen. Du! Uns. Ah, die Maschinenreiterin gibt sich die Ehre. Du bist eine Nora. Eine Kämpferin der Wildlande. Des Heiligen Lands. Und ja, ich habe immer viel gekämpft. Sag mir. Spazieren die Nora oft in anderer Leute Häuser und tun, was ihnen gefällt? Ja, so Zico. Natürlich nicht. Aber genau das machst du. Jetzt gerade. Verpestest die Loge. Belästigst Vorgesetzte. Du bist mir nicht vorgesetzt.
Ligan sagt, ich muss zu dir, um Mitglied zu werden. Das wäre wahr, wenn du jemals eine Chance hättest, Mitglied zu werden. Du bist eine Wilde. Und solange ich Sonnenhabicht in der Loge bin, werden hier keine Wilden aufgenommen. Verschwinde. Nein. Mir wurde gesagt, dass hier Regeln gelten. Wenn sie nichts wert sind, ist sogar deine Position bedeutungslos. Oh. Also sag mir einfach nur, ist ein Habicht frei, der für mich bürgen kann? Also gut. Talana ist frei. Wäre das nicht passend? Abschaum birgt für Abschaum. Jetzt verschwinde endlich. Na gut, denke ich eher, dann würde ich mal sagen, dann müssen wir sich einmal mit ihr unterhalten. Ja, könnte vielleicht sogar die da unten sein oder so, aber die ist ja da drin, die wird wahrscheinlich alle Hände voll zu tun haben. Das ist sie. Talana? Assis sagte, du bist ein Habicht, der noch kein Küken hat. Oder willst du mich auch lieber vergraulen? Schon okay, macht mir nichts aus. Mit Sicherheit. Doch du liegst falsch. Es ist nicht okay. Besonders nicht heute. Heute, Xinjiang, Abicht, fangen wir an, Mann, an der Tür heute. Einer von uns starb im Kampf gegen Rotschlund. Es gibt keinen gefährlicheren Donnerkiefer. Als einmal Bäume, Felsen, Menschen. Das tut mir leid. Das gehört zur Jagd. So, jagen. Wird in dieser Loge denn auch mal gejagt? Bisher wird nur geredet. Ja klar, natürlich. Du erlegst eine Maschine, dann bringst du die Trophäe zu Assis. So ist klar, dass es dein Verdienst ist. Assis, was ist das für einer? Er ist der Sonnenhabicht. Der höchstrangige Arsch. Verzeihung, Mitglied. Er erlegte Verwüster, Pirscher, Behemoths. Und? Ich habe auch viele Maschinen erlegt. Und ich auch. Sogar zwei dieser Sturmvögel. Aber er brachte die Trophäen zuerst her. So läuft das hier. Wer als erster die größte Maschine erlegt, wird Sonnenhabicht. Oh, ich würde aufpassen, Donnerkiefer. Ich komme. Oder Tod bringen. Wie wird man ein Habicht? Wenn ein Habicht stirbt, übernimmt seine Drossel seinen Platz. Egal, was andere davon halten. Mann an der Tür. Wer ist dieser Ligan, der Mann an der Tür? Ligan? Ein Habicht. Er war früher wirklich beeindruckend, doch er kämpft schon lange nicht mehr. Er hilft der Loge auf andere Weise. Nicht wie andere Habichte, die nur Trophäen horten und trinken. Und fangen wir an. Ich möchte jagen, also sag mir, was muss ich tun? Du willst, dass sie ihre Arroganz bereuen? Dann musst du ihre Sprache sprechen. Er legt drei Sägezähne, zwei Verwüster, einen Pirscher. Bring ihre Trophäen direkt zu Assis. Das bringt sie zum Schweigen. Wenn ich das tue, bürgst du für mich? Ich überleg's mir. Nur um Assis zu ärgern. Naja, aber wir haben ja vielleicht sogar alles, also... Da müssen wir nicht ja extra da wo hinfahren und halt hingehen und so alles extra drumherum. Also, wir haben ja schon im Prinzip ja alles schon locker flockig erledigt. Also, für mich ist das überhaupt kein Problem, aber na gut. Nee, so, aber schnellweise. Und dann auch noch mit unserem Pferd und so hinher, dann schaffen wir alles. So. Dann würde ich sagen, Pferdal kann sich auch schon mal vorbereiten auf den Kampf. Weil das Pferd soll ja auch mal was machen. Also es gibt ja nicht, dass nur die Leute immer jeden Scheißdreck machen muss. Komm mal her, du Arschloch. Komm mal her, du kleiner Beidl da. Beidl. Bitte kommst du. Nun komm hier, mein Junge, nun komm. Sei nicht so schüchtern. Schon eh nur 200 Leute bald zu. Bald, hab ich gesagt. Na gut. Wir müssen in die Richtung. Die Richtung müssen wir mal. Ja, okay, passt. Passt. Einmal die erste Falle, einmal die zweite Falle. Und da haben wir sie. Wild. Warte. So. Perfekt. Und hieb. B. So. Immer. Zack.
Dankeschön, Emily, bitte. Zack. Wieder mal gemacht. So, der nächste ist am Start immer. Und hier bin ich. Mehr Bitch. So. Und perfekt. Und wo haben wir denn da noch welche? Zack, zack, zack. Yes. Passt, jetzt kommt da sicher jemand. So, jetzt sollten die kommen. Eine Killermaschine, die plötzlich verschwindet. Genau, was die Welt braucht. Oh, yes. Wo haben wir denn an? Da haben wir. Oh, shit. Oh, shit. So, zack, gib ihm. Na, warte. Zack. Und zack. Aha. Wieso? Da haben wir ihn. Aha, schön fertig gemacht. Richtig schön fertig gemacht. Ins Auge. Genau, jetzt ist er mal runtergefallen. Genau. Und ein Schuss noch. Ah, noch sogar noch einer. Perfekt. Ein Piercer mal erledigt. Überhaupt kein Problem für uns. Zack. Da ist noch einer. Da ist er. So, zack. Warte. Zack. Nee, check die Nummer kurz. Zack. Perfekt, jetzt brennt er. Jetzt sehen wir ihn noch. Leichter. Zack. Und. Perfekt. Perfekt. So, warte du, geschissenes Wildschwein, du. Dich müssen wir mal mitnehmen. Perfekt. Tierschweif-Talisman. Oh, das könnte sogar was Richtiges sein, was wir vielleicht sogar gebrauchen. Und einmal rauf. Und 700 Meter ist das nächste entfernt. Nach rechts, bitte, Dankeschön. Genau, und dann geradeaus, wenn es geht. Danke. Ich liebe. Ja, oh, ich finde das so geil, das automatische Reiten. Perfekt. So, da haben wir das dann auch gleich mal in der Nähe. So, das sind wir schon. Ja, das können uns schon ein bisschen kämpfen. Und also, schafft das eh. Das interessiert mich nicht, ob es schafft oder nicht. Aber ich sehe schon, ich könnte das vielleicht schaffen. Perfekt. Schön leise. Da kann man doch noch richtig urschön die Umgebung immer anschauen und so. Aber wenn man mit der Kamera dann mitgeht oder so, dann glaube ich, dann tut sich das mit diesem automatischen Reiten einfacher. Und hin und wieder natürlich ein bisschen steuern. Ist eh klar. Aha. Servus, Kisti, servus. Ja, die wollen gleich mal einen Kampf. Na super, ein Tutorial. Nein, wir müssen da nach rechts. Oder warte, was ist jetzt da in der Nähe? Ah, gehen wir nach rechts. Da so, da hindurch. Ich glaube, das ist sogar das weiteste. Ja, dann reiten wir einfach mal dorthin. Mal schauen. Reiten wir mal dorthin. Vielleicht finden wir ja dies, wissen wir wohin. Hi, Großer. Hi. Hallöchen. Wie geht's denn so? Aha, da haben wir auch noch ein paar Große am Start. Aber das kriegen wir schon zusammen. Das machen wir schon leider. So. Bitte, automatische Seiten eingeleitet. Danke schön. So. Oh, hi Großer. Da ist es. Okay. Weiß ich nicht. Ich glaub, der hat sich dann verdankt gehabt, gerade ganz kurz mit der. mit diesen automatischen Reiten. Da haben wir dann auch wieder was am Start. Na, dann machen wir das mal kurz so.
zwei Siegezähne und zwei drei Siegezähne und zwei Verwüster. Gecko, das ist ja ein Kinderspiel, oder? Das ist ja keine richtige Jägerloge, oder? Wenn ich immer meine Jägerloge öffnen würde, bist du eben nur Siegezähne. Die Todspringer, also müssen sie umbringen. Sie dürfen nur Todspringer umbringen. So, zack. Und zack. Und ein bisschen von hier gefälligst. Zack, 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 zack. Genau, 1, 2 und 3. Perfekt. Zack. Aha. Na, wie lieb von dir. Wie lieb von dir. Oh shit. Zack, zack. Warte, sterb, 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 sterb. Yep. Aha. Feuer. Nee, das war das Falsche. So. Zack, zack, zack. Feuer, Feuer, Marsch, Feuer, Marsch, Feuer, Marsch. Zack. Und die Segel auch weg vom Fenster. Perfekt. Mal. So, zwei fehlen anscheinend noch. Das kommt mir gelegen. Und noch ein bisschen. Und noch ein bisschen. Und noch ein bisschen. So. Warte, könnt ihr. Wo haben wir denn noch? Das sind ein paar große. Damals sicher. Jetzt sind die eigentlich eh die ganze Zeit auf dem Weg gewesen und so die ganz großen und so und dann haben wir keine. Dann haben wir leider keine. So. Warte. Weiß ich nicht, was wir genau brauchen. Ich glaube, wir brauchen gar keinen Truthahn mehr. Wir können ja mal schauen. Wir können ja mal ganz gut schauen, was uns denn noch genau für einer fehlt. No. Waschbär und. Oho! Na, aber hallo, da haben wir wieder alles voll. Rattenhaut. Und wieder Waschbär. Und wieder Waschbär. Okay, alles klar. Rattenhaut und Waschbär. Waschbär ist ein Challenge. Sicher auch schwer zu finden. So. Müssen wir uns halt auch ein bisschen umschauen. Immer. Zwiemer. Wir sind ja eigentlich quasi noch im Bereich drin, aber wer weiß wie lange. So, Waschbär, leider aber nix. Okay, da sind die. Ja, wenn da jetzt wenigstens noch was dazukommen würde, das wäre schon irgendwie jetzt geil. Wenn da vielleicht jetzt gerade so ein automatisches Spawn würde oder so. Jetzt haben wir auf dem Weg die ganze Zeit die gehabt und so und dann haben wir keine. Eine Suppe. Hätte mal der gerade aus ein bisschen. Ja, jetzt sind wir schon wieder ein bisschen zu weit draußen. So. Suppe ist auch nicht schlecht, das Reiten, aber so brauchst du halt eine lange, lange, lange Zeit. Eine sehr lange Zeit. Na gut. Dann würde ich sagen, vielleicht auf dem Weg probieren wir es dann auch noch mit an. Vielleicht kriegen wir auf dem Weg vielleicht irgendwann Mai oder so. Sehen tun wir jetzt gerade nichts. Siehst du das? Warte, 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 warte. Es könnte vielleicht wieder Waschbär sein oder so. Nee, ist ein Fuchs. Ist ein Fuchs. Okay, Läufer, alles klar. Na, dann reiten wir einfach wieder drauf los. Frag mich aber auch nur, ob wir wirklich auch genau in diesen Plätzen halt jetzt bleiben machen müssen. Erst kommt er bitte raus, dankeschön. Boah, ich glaube, wir sind so zickig. Ja. Okay, ja, der treibt es mit dem Baum anscheinend. Alles klar, wieso nicht? Wieso nicht, wieso nicht, wieso nicht? Tierchen ist mehr, passt, nice. Da haben wir zum Beispiel einen, da haben wir zum Beispiel einen. So, da haben wir sogar zwei am Start. Na, schaut euch das an. Die machen wir natürlich auch beide fertig. Zack, zack, zack. Und wie? Zack, 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 zack. Bevor die mich dann noch mehr machen wollen. Eins, zwei, drei. Zack. Au! Oh, wunderschön fertig machen. Zack. Wunderschön ausgewichen. Zack. Zack.
Zeit. Den kriegen wir noch down, bevor er da noch, ja genau, bevor da noch irgendeine Scheiße da zusammentraut. Zack, 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 zack. Gehen wir gleich mal kurz zu seiner Leiche hin. Perfekt. Na, ist das falsch, ja? 1, 2, 3. Perfekt. Feuermarsch und zack, zack und zack. Oh, das wird knapp. So, müssen wir eigentlich nur 12 Verfüßte noch mal machen. Na, warte, na, warte. Na. Wir könnten eigentlich sogar den einen mit dem Turm da. Den Langhals, genau. Den Langhals könnten wir fertig machen. Dann wäre das eigentlich quasi die größte Trophäe, was es gibt. Denke ich schon. Zack. Junge, wo ist eigentlich meiner? Würde mich freuen, wenn da jetzt eigentlich meiner wieder dazukommen könnte. Da ist er, da ist er. So, aufhören und weg vom Fenster. So, weg, 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 weg. Oh, dann machen wir lieber eine Schnellreise. Ich hoffe, das funktioniert, die Schnellreise. Na, hast du sogar während dem Kämpfen und so. Perfekt, Alter, perfekt. Da muss ich leider jetzt mal kurz was trinken, sorry. So. Aber sonst geht da überhaupt nichts mehr weiter mit der Stimme. Na gut. So, 2 erledigt. Haben wir nur noch 2 Plätze. Aber wenn wir die vielleicht eh finden, die und dann weiß ich genau, wie die ausschauen und ja, Name kann man jetzt auch hundertprozentig von anwiesen, weil deiner Lieblingsserver ist dann halt hin und wieder nicht. Obwohl es hin und wieder schaust, aber die wichtigen Charaktere weißt ja auch immer die Namen, also na gut. Jedenfalls haben wir uns jetzt mal dorthin. Tun mal reiten, vielleicht müssen wir rufen, vielleicht auch nicht, weil wir waren noch auf den drauf. Aber ja, passt so. Ja, das ist anscheinend sichtlich genau da in der Wüste. Na gut, dann schauen wir mal. Wir müssen anscheinend da mal auf. Und wer sind die für Wüste nochmal? Ach so, die, gegen die wir schon lange nicht mehr kämpft. Oh mein Gott. Nein, das ist die Panzerwanderer. Aha. Das ist aber auch nicht den, was ich meine. Aber machen wir die mal kurz fertig. Zack, 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 zack. Oh, okay. Zack, 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 zack. Der brennt noch nicht, der brennt noch nicht, der brennt noch nicht. Was ist denn da los? Erst. So, passt. Jetzt brennt er. Jetzt brennt er. Und zack, 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 immer so, mal schauen, mal schauen, mal schauen, holen wir den nochmal kurz, zack, nee, ist es, der Typ ist es nicht, aber der ist es glaube ich auch nicht, also, den haben wir ja gerade fertig gemacht und so, warte, oh. Und hip, hip, ah. Ich glaube, das sind die kleinen. Nicht die, sondern die kleinere Version von einer. Zack, zack, zack. Ich bin halt nur falsch gespawnt jetzt quasi, weil da wirklich viele sind. Zack, 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 da kennst du ja dann wieder gar nicht mehr aus. Zack, 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 zack. Jo, bitte greift euch gegenseitig an, das wäre sehr lieb von euch. Genau, richtige Dreckstapen, muss man schon sagen. Erst oh mein Gott, stehen. Der probiert's auf, was der, gell? Einen kurzen Einlauf. Zack, zack. Uiuiuiuiui, kriegst du dann auf die Fresse. Bitteschön. Und eigentlich ist sammelt das. Okay, gibt's halt mehr Arten von einer. Herzhaft. Zack, 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 zack. Zack, zack. Nicht schlecht, nicht schlecht. Zack, zack und zack. Okay, passt. Haben wir alles, auf zu der Jägerloge wieder mal. Zack, 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 Schnellreise, tschüss, Papa. Wäre auch geil, wenn es in der Jägerloge halt eine Schnellreise-Funktion geben würde, dann wären wir halt direkt dort gewesen. So müssen wir nicht extra hinlaufen, einfach. Du bist der alte Taxi, der Geschissene.
Du bestellst halt ein Taxi. Ja, die mit den Budgetten, das haben wir schon erledigt. Aber trotzdem, das ist ja Wahnsinn, wie viel es noch nach der Story zum Erledigen gibt. Das ist ein Wahnsinn, einfach ein Wahnsinn, Wow, das Spiel ist einfach viel zu geil. Ah, Wahnsinn. Ich kann es nicht oft genug erwähnen, das Spiel ist so geil. Aber ich muss auch unbedingt einmal wieder The Last of Us spielen. Also klar, quasi gleich mal ein Let's Play, weil es ist ja einer der ersten Videos von mir und würde ich sagen, da sollte ich mal ein Let's Play draus machen. Sicher auch extrem geil. Ja, vielleicht noch Horizon Zero Dawn, aber es kommen so viele Spiele und Arbeiten und das und das und das. Ist immer schwer. Aber vielleicht werde ich mir dann irgendwann einmal vielleicht einen Laptop zulegen, dadurch dann rendern und währenddessen kann ich dann immer aufnehmen und sonst irgendwas, damit das ein bisschen so Multitasking viel schneller wird alles und so. Und noch mehr Zeit für sonst irgendwelche anderen Sachen oder so. Aber ich glaube, für so einen ganz kleinen Kanal, den was ich betreibe, durch hier schon quasi Meisterleistung durchführen, könnte man sogar sagen, weil nicht einmal 200 Abonnenten, okay, jetzt da, wo ich es gerade aufnehme, also, weiß ich nicht, ob sich da noch was verändert oder so, vielleicht weiter runter. Yeah! Nur noch 100 Abonnenten, nee, aber es kann ja vielleicht wirklich sehen, dass sich da was verändert. Check. Na gut, dann reden wir mal mit ihm. Ob er jetzt damit einverstanden ist und so ist. Ich hab dir doch gesagt. Ich bringe Trophäen. Für den Sonnen habe ich der Loge. 3 Sägezähne, 2 Verwüster und dazu ein Pirscher. Ich nehme an, Talana hat dir geholfen. Ich habe sie erlegt. Selbst. Wirst du sie annehmen? Gut. Ja, ich nehme sie. Na schön. Aber sag Talana, sie soll nicht mehr mit Dreck spielen, wenn sie Rotschlund kriegen will.